Sehr geehrte Landtagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, seit Wochen beherrscht die Kita-Landschaft ein Thema, das ist die Vollverpflegung. Um es gleich vorweg zu sagen, meine Fraktion und ich, wir begrüßen ausdrücklich die Vollverpflegung. Es muss in jeder Kindertageseinrichtung gesichert sein, dass jedes Kind während der Betreuungszeit eine gesunde und vollwertige Nahrung erhält. Und das ist bei aller Kritik auch von Eltern begrüßt worden. Bis zum Jahr 2013 war die Vollverpflegung bereits in 80 bis 85% der Kitas die Regel. Denn schon damals stand im Gesetz, die Kindertageseinrichtungen bieten für Kinder bis zum Schuleintritt eine vollwertige und gesunde Verpflegung von Kindern während der gesamten Betreuungszeit an. Das heißt, es bestand schon vor dem 01.01.2015 für die Kitas die Verpflichtung, eine Vollverpflegung anzubieten. Neu ist nicht die Vollverpflegung an sich. Neu ist unter anderem, dass die Eltern die Vollverpflegung nicht mehr abwählen konnten. Auch mir waren Fälle bekannt, wo Kinder in Kindertageseinrichtungen kein Essen erhalten haben. Ein mir öfters genannter Grund war, dass Eltern Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket beantragt hatten, aber auf die Bescheidung monatelang gewartet haben. Das war mehrfach in den Berichten auch des Bürgerbeauftragten als Kritikpunkt zu lesen. In dieser unsicheren Zeit zahlten die Eltern oftmals kein Geld an den Caterer und dieser lieferte dann kein Essen. Die Erzieherinnen und Erzieher standen dann vor der Frage, was mache ich jetzt mit diesem Kind? Lasse ich es hungrig dasitzen oder gebe ich ihm von dem anderen etwas ab? Das war unbefriedigend und es war dem Einsatz vieler Erzieherinnen und Erzieher zu verdanken, dass es tatsächlich kein Kind in der Kita gab, das hungern musste. Das war die Situation, die wir bis 2013 hatten. Dann gab es die vierte Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes, wo als integraler Bestandteil die Verpflegung eingeführt wurde. Und was geschah dann? Niemand rührte sich. Bis Oktober 2014, also 15 Monate nach Veröffentlichung der Gesetzesnovelle, Eltern und vor allem aus dem Bereich Bergen-Rügen gingen in den Aufstand und schrieben das Ministerium als auch Politiker an. Und seitdem besteht die Unsicherheit bei den Eltern und bei den Trägern. Was ist im gesamten Prozess der Umsetzung schiefgelaufen und was können wir daraus lernen? Zum Ersten macht schon die Darstellung deutlich, dass viel zu lange mit der Vorbereitung der Vollverpflegung gewartet wurde. Seitens aller an der Kita-Betreuung Beteiligten, oben angefangen vom Sozialministerium bis über die örtlichen Träger der Jugendhilfe und auch der Träger. Es wäre jedoch an Ihnen gewesen, Frau Ministerin Hesse, als exekutives Organ für die Umsetzung der Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes zu sorgen. Nicht die Städte oder Gemeinden, nicht die Träger waren zuallererst in der Pflicht. Nein, es war und ist das Sozialministerium als Teil der Regierung und als Teil der vollziehenden Gewalt. Sie haben für die Ausführung der Gesetze, die wir im Landtag beschließen, zu sorgen und niemand anderes. Diese Verantwortung auf andere abzuschieben, ist unverantwortlich und zeigt, wie wenig selbstkritisch in diesem Prozess umgegangen wird. Erst im Oktober 2014 hat das Ministerium dann ein Schreiben, Hinweise zu den Regelungen zur Vollverpflegung nach dem Kindertagesförderungsgesetz an die Jugendämter und Träger geschickt. Eltern erhielten danach durch die Broschüre des Sozialministeriums im Oktober 2014 direkte Informationen zur Vollverpflegung. Allerdings auch hier ein Defizit. Wenn Eltern diese Broschüre erhalten, dann bitte auch in Zukunft die Jugendämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Das ist nicht passiert. Eltern riefen in den Jugendämtern an und diese wussten von nichts. Es mangelte also an Kommunikation mit den örtlichen Jugendämtern. Insgesamt war diese Reaktion viel zu spät, damit Träger Eltern in die Umsetzung der Vollverpflegung mit einbeziehen konnten. Denn auch diese wussten nicht, was konkret mit der integralen Bestandteil gemeint war. Und das hat sich vorletzte Woche auch in der Elternpetition gezeigt. Eltern berichteten, dass sie erst im Dezember 2014, einen Tag vor Weihnachten, die Info erhielten, dass ab dem 01.01.2015 die Vollverpflegung gelte und wie abgerechnet werde. Eine Einbeziehung der Eltern fehlte oftmals. Aber nicht nur, dass das Sozialministerium sich zu viel Zeit bei der Unterstützung der Umsetzung gelassen hat. Ich glaube, aufgrund verschiedener Tatsachen, dass sie selbst nicht genau wussten, was eigentlich mit der Vollverpflegung gemeint war. Ich möchte das an zwei Beispielen konkret machen. Erstens, ihre Aussagen sind, dass nur das an Verpflegung gezahlt werden muss, was während der regelmäßigen Betreuungszeit ein Kind zu sich nimmt. Das ist ziemlich praxisfern. Im Betreuungsvertrag ist nur enthalten, welche Art des Platzes ein Kind hat, Ganztags-, Halbtags- oder Teilzeitplatz, und die Öffnungszeiten der Kita.
Wonach soll sich also die regelmäßige Betreuungszeit richten? Sollen Erzieherinnen und Erzieher Strichlisten machen, wann ein Kind zur Kita kommt? Zweitens, noch deutlicher wurden die Widersprüchlichkeiten am Beispiel meiner kleinen Anfrage vom 22.12.2014, wo ich fragte, können die Eltern im Rahmen der Vollverpflegung ab dem 01.01.2015 mit den Kindertagesstätten vereinbaren, dass die Eltern ihren Kindern wie bisher Essen mitgeben können? Antwort der Landesregierung war, bei der Ausgestaltung dieses Bestandteils ihres Leistungsangebotes können sich die Träger von Kindertageseinrichtungen bzw. den Kindertageseinrichtungen eines externen Essensversorgungsunternehmens, Caterer, ebenso wie sonstiger Dritte bedienen. Sonstige Dritte in diesem Sinn können auch Eltern sein. Aus der Antwort auf die Frage, ob Eltern wie bisher Essen mitgeben konnten, konnte man nur schließen, dass die Eltern wie bisher auch dieses Essen mitgeben konnten. Aber nein, am 1. Januar 2015 ruderte die Ministerin zurück. In einem Interview sagte sie, es ist aber nicht gemeint, dass die Eltern weiterhin die Brotdose mitgeben. Ja, was denn nun? Wie abwegig sind denn Eltern, die die Funktion von Caterin ausüben? Daher zwei Bitten. Drücken Sie die Antworten so eindeutig auf die Fragen aus, dass man etwas auch damit anfangen kann und damit arbeiten kann. Bei aller Kritik an kleinen Anfragen, es gibt auch einen Sozialausschuss, meiner Information seitens der Landesregierung hätte erfolgen können. Das alles ist nicht geschehen. Diese beiden Beispiele zeigen mir, dass selbst beim Ministerium noch nicht alle Einzelheiten klar waren. Wenn das aber bei Ihnen noch nicht einmal der Fall ist, wie sollte es dann bei den Jugendämtern, bei den Trägern und Eltern der Fall sein? Und noch ein drittes. Es wurde die Vollverpflegung nicht nur eine Verpflichtung für die Eltern aufgenommen, daneben wurde auch die Praxis geändert. Das war dem Gesetz nicht zu entnehmen. Obwohl für die Kitas bisher die Vollverpflegungspflicht bestand, und ich hatte den Gesetzestext zitiert, konnten sie vor dem 01.01.2015 sich bei der Absicherung der Eltern bedienen. Das sollte ab dem 01.01.2015 auf einmal nicht mehr der Fall sein. Das ist dem Gesetz nicht zu entnehmen und für mich war es ein Grund, warum es derzeit so einen Aufstand gibt. Das gesamte Verfahren ist nicht transparent gelaufen. Was fehlt? Eine klare Regelung, was gehört zur Verpflegung, was gehört zur Betreuung. Im Übrigen auch von den Jugendhilfeausschüssen, Trägern und Eltern vom Sozialministerium gefordert. Daher müssen Sie klare Standards landesweit festlegen. Zur Behebung der Unsicherheit trägt auch kein Elternbrief bei, sondern eine Klarstellung durch die Landesregierung in Form einer Handreichung. Wenn das nicht genügt, muss im Notfall auch das KiföG nachgebessert werden. Eine Einführung der Vollverpflegung hat die Schwächen bei der Elternmitwirkung deutlich gemacht. Eltern und Träger kannten zum Teil nicht ihre Rechte und Pflichten und kennen sie bis heute nicht. Eltern wollen mitreden und daher müssen Interessenvertretungen in Form von Elternräten gestärkt und die Bildung eines Landeselternbeirates sollte von der Landesregierung unterstützt werden. Auch das hat die Petition der Eltern letzte Woche deutlich gemacht. Nicht bei gegenteiligen Beteuerungen Halt machen, sondern endlich handeln. Und wenn ich anfangs darstellte, dass die Probleme unter anderem in der Bewilligung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket bestanden, so muss ich leider anführen, dass sich daran nichts geändert hat. So ist meine Rückmeldung. Diese Schwierigkeiten räumt die Landesregierung selbst in der kleinen Anfrage ein, wo es heißt, § 10a bedingt nicht Veränderung der bisher geübten Verwaltungspraxis auf Ebene örtlicher Träger der Jugendhilfe und der Träger von Kitas hinsichtlich der Bearbeitungszeiten von Anträgen zur Übernahme der Kosten im Sinn der Fragestellung. Damit kann trotz der Verpflichtung zur Vollverpflegung noch immer nicht zu 100% gewährleistet werden, dass jedes Kind eine Mahlzeit erhält. Im schlimmsten Fall erfolgt dann die Kündigung des Betreuungsvertrages. Ich würde Sie bitten, Frau Hesse, ehe Sie Ihre Rede wieder mit einem Dank anfangen, uns lieber zu erläutern, was Sie tun, um das Abrechnungsverfahren bei dem Bildungs- und Teilhabepaket gemeinsam mit den Kreisen zu vereinfachen und die Unsicherheiten zu beheben. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Hesse, um es nochmal deutlich für Sie zu wiederholen, wir begrüßen die Vollverpflegung. Was wir kritisieren, ist die Umsetzung. Und nicht nur lesen bildet, sondern auch zuhören, Frau Hesse. Nee, hat sie nicht getan. Und das Abschieben der Verantwortung ist einfach unerträglich. Ich möchte Sie fragen, Frau Hesse, warum haben Sie denn einen wenig aussagekräftigen Brief, eine Konferenz und einen Flyer herausgegeben, wenn Sie nicht zuständig sind? Dann hätten Sie sich doch den ganzen Aufwand sparen können. Und Herr Lindner, Ihre Worte müssen für die Eltern wie eine Klatsche wirken. Problemlos, Extrembeispiele, temporäre Unsicherheiten,
Umsetzungsschwierigkeiten konnte ich von Frau Hesse, von Herrn Lindner hören. Und es ist einfach nur ein Hohn, gerade wenn man sich die Petition von letzter Woche ansieht, mit 3000 unterschriebenen Unterschriften von Eltern, die abgegeben wurden bei uns im Petitionsausschuss. Die Beschwerden von Trägern, die sich auch alleingelassen fühlen und dann den schwarzen Peter ausbaden müssen. Und dann kann man doch nicht nur von Einzelfällen reden, bei 3000 Unterschriften. Das macht mir einfach sprachlos. Ich denke, Eltern fühlen sich aufgrund der derzeitigen Praxis, dass sie selber kein Frühstück oder kein Vesper mitgeben dürfen, entmündigt. Und das wurde auch gerade in einem Brief, der allen Fraktionen, auch der Ministerin, vorgestern zugegangen ist, nochmal deutlich gemacht. Und ich frage mich, warum gerade eine Kita im Rahmen der Vollverpflegung bei der Absicherung des Frühstücks oder des Vespers nicht auch der Eltern abgesichert durch einen Betreuungsvertrag bedienen können. Wer hat denn das zu verbocken, Frau Ministerin oder Herr Heidorn? Die Landesregierung mit ihren Hinweisen. So sieht doch die Realität aus. Und da möchte ich Ihnen einmal die Antwort der Landesregierung vorlesen, warum wir das jetzt umstellen, diese Praxis. Da geht es darum, als Dienstleister für eine Kindertagesrichtung dauerhaft und verlässlich nach den Standards des Vereins Deutsche Gesellschaft für Ernährung die Verpflegung für alle Kinder zu organisieren, erscheint die Übernahme der Aufgabe durch die Eltern in den allermeisten Fällen unrealistisch. Aha, es geht also um die Qualitätsfrage, warum Eltern kein Essen mehr mitgeben dürfen. Die Diskussion, die können wir gerne führen und Frau Gajek hat sie schon angefangen. Uns erreichte eine Beschwerde aus Rostock, dass einjährige Kinder Kassler und Sauerkraut gegessen haben. Das ist keine gesunde und altersgerechte Ernährung. Und das ist kein Einzelbeispiel, wie ich in der Praxis erlebt habe. Wer kontrolliert denn überhaupt die Verpflegung in den Kitas nach den GGE-Standards? Die Landesregierung nicht, so in der Antwort auf die kleine Frage zu lesen. Es wird also mit zweierlei Maß gemessen. Bei den Caterern geht die Landesregierung pauschal davon aus, dass sie Essen nach den GGE-Standards liefern. Bei den Eltern erscheint dies unrealistisch. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass Eltern unter Generalverdacht gestellt werden, ihren Kindern keine vollwertige Ernährung mitzugeben. Und selbst wenn einzelne Eltern ihren Kindern Milchschnitten mitgeben sollten, so kann ich nur die Worte einer Kita-Leiterin wiederholen. Ich will in den Kindertageseinrichtungen die Milchschnittendiskussion mit den Eltern, damit ich Eltern dazu bekomme, was eine gesunde und vollwertige Verpflegung ist. Und das ist auch der richtige Ansatz. Die Kindertageseinrichtungen sind doch die Gelegenheit, Eltern vor Ort in den Prozess zu einer gesunden und vollwertigen Ernährung mitzunehmen. Doch was passiert denn jetzt? Anstatt Eltern mitzunehmen, werden sie entmündigt. Das müsste auch Ihrem Verständnis widersprechen. Frau Hess, und Sie haben so schön vorhin das Grundgesetz zitiert, wo in Artikel 6 festgeschrieben ist, Pflege und Erziehung sind das natürliche Recht der Eltern. Und jetzt werden sie durch die Praxis einfach aus der Vollverpflegung rausgestoßen. Sieht so die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe aus? Ich denke nein. Aber diese Worte entpuppen sich immer nur als leere Worthülsen ihrerseits, dass sie die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften wollen. Aber nicht nur die Entmündigung der Eltern macht mich sprachlos. Nein, es wird noch auf die Spitze getrieben. Eltern dürfen das Ganze auch noch bezahlen. Und zwar nicht wie bei den übrigen Betreuungskosten zusammen mit Land, Landkreis, kreisfreier Stadt und Wohnsitzgemeinden. Nein, die Verpflegungskosten sind allein von den Eltern zu tragen. Und da verstehe ich die Eltern, die laut rufen, wer bestellt, soll das Ganze auch zahlen. Und diese Kosten sind nicht gering. In Rostock betragen zum Beispiel für die Vollverpflegung pro Ganztagsplatz in der Krippe zwischen 61,20 Euro und 87,38 Euro pro Monat. Und es geht noch heuer. In einer Kita betragen die Verpflegungskosten 109,65 Euro pro Monat. Ein anderes Beispiel aus dem Landkreis Rostock. Als ich mit meinem Kollegen Professor Fritz Tack in Güstrow war, berichtete uns eine Mutter unter Tränen, dass sie nicht mehr wüsste, wie sie die Kita-Kosten noch zahlen soll. 70 Euro fielen für die Hortbetreuung an und zusätzliche 130 Euro für die Vollverpflegung. Schon da ist ein deutliches Missverhältnis zu sehen zwischen Bildung und Verpflegung. Sie wüsste nicht mehr weiter, so berichtete sie uns, als ihren Arbeitgeber zu bitten, ihre Arbeitszeit um 2 Stunden zu kürzen, damit sie die Elternbeitragsübernahme fiele. Anhand dieses Beispiels möchte ich Sie fragen, sieht so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus? Ihr Konzept von Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht langsam nicht mehr auf, wenn der Besuch in Kindertageseinrichtungen zum Luxus wird. Da hilft auch keine Elternbeitragsentlastung mehr angesichts dieser Probleme. Ich habe gehört, Frau Hesse, dass Sie diesbezüglich
bezüglich der Kosten für Vollverpflegung mit den Jugendämtern im Gespräch sind. Das begrüße ich ausdrücklich, denn hier muss unbedingt nach einer Obergrenze und nach Transparenz geschaut werden. Herr Heidorn, der jetzt leider nicht mehr im Raum ist, doch noch, Mensch, das ist ja gestern anders als gestern, Wahnsinn. Sie, Herr Heidorn, machten in Ihren Ausführungen klar, dass die Träger durch das Gesetz nicht verpflichtet sind, irgendwelche Pauschalpreise zu erheben. Auch sei die Unterstützung der Kommunen sichergestellt, wenn Eltern sich nicht den Beitrag leisten können. Die Kinder werden auch etwas zu essen haben, wenn die Brotdose leer ist. So der O-Ton bei Ihrem Ortsverbandtreffen in der Paulstadt am 22.04.2015. Dabei wurde deutlich, nein, es war in der Zeitung zu lesen, dabei wurde deutlich, dass neben einer Pauschalabrechnung auch mit einer Verteuerung zu rechnen sei. Der Preiseinstieg bei der Essensversorgung sei durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns und durch Verwaltungspauschalen gekommen, die einige Träger erheben. Ich gebe Ihnen recht, wenn gerade im Bereich von Küchen und allgemein unter anderem Küchenhilfen sehr schlecht entlohnt wurden und der von uns geforderte Mindestlohn daher zu begrüßen ist. Die Kosten für die Vollverpflegung tragen die Eltern. Wenn die Eltern sich die Kosten also nicht leisten können, dann soll also wieder die Kommune aufgrund eines Landesgesetzes zahlen, sprich die Landkreise und kreisfreien Städte für die Elternbeitragsübernahme. Sie, Herr Heidorn, bejahten das mit einem ausdrücklichen Ja in derselben Veranstaltung. Eltern und Landkreise müssten die Kosten tragen, nur das Land hält sich aus der Verpflegung, Vollverpflegung raus. Das ist unverständlich. Und was ist mit dem Programm und der Idee der SPD in den letzten 4 Jahren geworden? Bundesfamilienministerin Schwesig hatte damals noch als Stadtvertreterin als einer der ersten eine Volksinitiative unterschrieben, dass es generell ein kostenfreies und vollwertiges Mittagessen auf Kosten des Landes geben soll. Und was ist jetzt damit? Meilenweit entfernt. Zusätzlich bestand die Überlegung darin, dass der Verwaltungsaufwand so gering wie möglich gehalten wird. Wir unterschreiben beide Forderungen sofort, doch zu sehen ist davon nichts. Oder wollen Sie sich diesem Thema wieder im kommenden Landtagswahlkampf widmen? Und wo bleibt das Mitspracherecht der Eltern? Auf der Strecke. Viele Eltern hatten sich schon im Vorfeld über die aus ihrer Sicht fehlenden Informationen und Mitwirkungsmöglichkeiten beschwert. Diskussionsbedarf war daher mehr als vorhanden. Die Augenhöhe zwischen Kita-Trägern und Eltern herzustellen, genau unser Wunsch. Eltern sind bei der Weiterentwicklung der Konzeption, den Öffnungszeiten und der Essensversorgung zu beteiligen. Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von Kitas und Eltern muss auf allen Ebenen gefördert werden. Hier gibt es derzeit noch große Defizite. In Mecklenburg-Vorpommern existiert noch nicht einmal der im KiföG vorgesehene Landeselternrat. Immer wieder den Appell an die Eltern, sich über die Elternvertretung in die Entscheidung, über die Rahmenbedingungen einzubringen, so lautet auch Ihr Ansinnen, Herr Heidorn. Verwunderlich ist nur, dass bei der KiföG-Novellierung 2013 die Fraktionen von SPD und CDU unseren Antrag, der auf eine Unterstützung der Elternräte abzielte, abgelehnt wurde. Vor diesem Hintergrund ist die Ankündigung der SPD im KiföG, die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern weiter zu stärken, wenig glaubwürdig. Zudem existieren bereits Vorschriften zu den Elternrechten, die nur konsequent umgesetzt werden müssen. Die Landesregierung versäumt es seit Jahren, dies zu befördern. Über den Frust der Eltern braucht sie sich daher nicht zu wundern. Landesregierungen und Gesetze anderer Bundesländer sind uns da voraus. Schauen wir beispielsweise ins Nachbarland Schleswig-Holstein, wo es in § 17 des Kindertagesstättengesetzes heißt, das Land fördert die Tätigkeiten der Landeselternvertretung sowie der Kreiselternvertretung nach Maßgaben des Haushaltes. Wenn wir das KiföG ändern wollen, dann nehmen Sie sich ein Beispiel an Schleswig-Holstein. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, wollte noch zum Änderungsantrag von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen sagen, dass wir dem zustimmen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.